Herr Bundeskanzler, Sie werden der letzte deutsche Bundeskanzler gewesen sein, der die Kriegszeit noch bewusst miterlebt hat und dessen Leben und Denken und auch Politik durch die Kriegszeit geprägt worden ist. Sie waren damals gerade 15 Jahre alt geworden. Wie hat der Krieg, was haben Sie persönlich erleben müssen? Zunächst mal ganz grundsätzlich, ich glaube, dass man überhaupt nicht in Deutschland, auch sicher anderswo, was ähnlich, aber in Deutschland leben konnte, vor allem nicht an den Brennpunkten des Kriegsgeschehens, dort vor allem, wo Luftkrieg war und dann der Zusammenbruch auch spürbar war, ohne vom Krieg geprägt zu sein. Und ich habe ein ganz einfaches Mittel, das ich oft beobachtet habe. Wenn gelegentlich in den letzten Jahrzehnten so Probealarm mit Luftschutzsirenen war, konnten Sie am Verhalten der Menschen genau feststellen, wer aufschaut und sagt, was ist das? Und wer eine eigene Erinnerung hat, was Luftschutzsirenen bedeuten. Mich hat natürlich der Krieg geprägt. Ich habe ganz konkrete Erinnerungen. Ich habe die Erinnerung an 1938, als die Mobilmachung war und aber nach der Münchner Konferenz wieder Entwarnung kam, als mein Vater eingezogen wurde. Und wieder kam nach wenigen Tagen. Und dann habe ich die ganz konkrete Erinnerung, die war sehr tief sitzend, obwohl ich sie nicht verstanden habe. Das war wenige Tage, zwei, drei Tage nach dem Erklären des Zweiten Weltkriegs, nach dem September, Beginn des September, als ich mit meiner Mutter und meinem 4 Jahre älteren Bruder mit vielen anderen Leuten an der Rampe zur Brücke Mannheim-Ludwigshafen stand. Und die ersten Flüchtlinge des Zweiten Weltkriegs, das wussten wir natürlich nicht, dass das so war, das waren viele arme Bauern aus der Südpfalz, die aus der ganzen Pfalz rübergekommen waren. Die Brücke in Karlsruhe war schon gesperrt wegen Artilleriebeschussgefahr der Franzosen. Die Speyerer Brücke war von der Armee fixiert. Von der Linken auf die rechte Rheinseite. Und die Frauen zogen und die Frauen, auch meine Mutter, weinten. Das Weinen und diese mehr armseligen Bauernfuhrwerke mit Kühen als Leittiere und so, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und dann begann ja alsbald bei uns die Fliegerangriffe. Auf Ludwigs. In Ludwigshafen. Ich kann mich genau erinnern. Was ich heute natürlich weiß, damals nicht wusste, es war der Tag vor dem deutschen Westoffensive, war ein französischer harmloser Fliegerangriff auf Ludwigshafen. Und da ist eine kleine Bombe in unseren Vorgarten gefallen, nicht explodiert. Das war, wenn Sie so wollen, meine allerersten Erinnerungen. Und dann habe ich weit über 100 schwere Fliegerangriffe miterlebt. Mein Bruder ist im Krieg gefallen. Bei den Luftangriffen, da mussten Sie als Junge, kann man ja sagen, eigentlich dann auch schon helfen, ja, Verletzte und Tote zu bergen. Ja. Es war ja dann eine Praxis, zunächst einmal war dann ab 1944 die Schule geschlossen. Ein Teil ist dann, wie wir, in die Nachbargymnasien, Nachbarstädte gegangen, in der Mittelstufe. Andere sind dann mit der Kinderlandverschickung weggekommen, ich ja auch noch, dann Ende 1944. Aber wir haben dann schon mitgeholfen bei Schülerlöschtrupps, entweder zu helfen, wenn Brandausbrüche waren, oder auch, wenn etwa in unserem Quadrat Leute verschüttet waren, einfach mitzuhelfen, wie das selbstverständlich war, Eimerketten zu bilden, wenn es gebrannt hat. Also wir waren natürlich Kinder, aber die Kindheit war nicht mehr. Es war keine Kindheit. Wenn Sie einmal dabei waren, wie Tote ausgegraben wurden, dann bleibt das hängen.
Und wenn ich nachts spät von der Autobahn nach Ludwigshafen über den Rhein kommend reinfahre, fahre ich an dem Haus vorbei, das wieder aufgebaut wurde, wo ich zum ersten Mal dabei war, wie Tote ausgegraben wurden. Ich denke da nicht immer dran, aber gelegentlich. Ich schlafe häufig im Auto oder höre Musik und döse so vor mich hin. Gelegentlich gucke ich hoch und dann ist das Bild da. Und Sie wurden dann ja verschickt und zum Flakhelfer eigentlich ausgebildet? Nein, das war erst immer zur Kinderland verschicken, dann zur Wehrertüchtigung, dann war der Übergang zu Flakhelfer, aber da ist der Krieg zu Ende gewesen. Vereidigt wurden wir am 20. April, Führers Geburtstag, im Stadion in Berchtesgaden, ein paar Tage vor Kriegsende. Und das war eine schreckliche Zeit. Und dann sind wir mit einigen Freunden, Schulkameraden aufgebrochen zur längsten Wanderung meines Lebens. So sind wir mit 15 Jahren im Mai, Juni 1945 von Berchtesgaden nach Ludwigshafen gelaufen. Dies kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, dass 15-Jährige eine solche Zeit hinter sich bringen. Gott sei Dank ist das eine Vorstellung, die gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Ihr älterer Bruder ist sehr jung gefallen. Das hat Sie sehr geprägt. Ja, wir sind drei Kinder. Meine Schwester ist die Älteste, die lebt glücklicherweise noch. Mein Bruder und ich. Ich war natürlich der Jüngste und mit 4 Jahren Abstand schaut man auch auf den Bruder auf. Das ist dann eine Autorität. Und wir hatten ein sehr herzliches Verhältnis. Und er ist dann wie alle mit 17 Jahren Soldat geworden. Er ist mit knapp über 18 gefallen. Und da habe ich eine sehr konkrete Erinnerung. Er ist bei der Invasion noch verwundet worden. Dann habe ich ihn im Lazarett besucht. Und auf dem Rückzug ist er dann in Westfalen gefallen. Das war schon ein tiefer Einschnitt, weil das war wieder etwas anderes, das war näher. Und ich habe vor allem eine sehr prägende Erinnerung, weil er sich verabschiedet hat und hat mir gesagt, noch auf dem Bahnhof, er komme nicht wieder. Das habe ich nicht begriffen, aber jetzt viel später realisiert. Und wenn ich gelegentlich, er ist ja auf einem Soldatenfriedhof in Deutschland begraben, im Westfälischen. Wenn ich an sein Grab komme, denke ich auch immer an diesen Satz. Und Sie haben dann Ihren ersten Sohn nach ihm benannt? Unser erster Sohn heißt so, ja. Das war meine Frau ausgesucht und es war eine wichtige Entscheidung auch für meine Mutter, weil dieser Name jetzt in der dritten Generation da ist. Und der Bruder meiner Mutter ist im Ersten Krieg gefallen. Ihr Vater hat im Ersten Weltkrieg ja schon, war eingezogen im Zweiten Weltkrieg wieder. Und er war auch in Polen und hat ja wohl zu Hause dann auch erzählt, dass das ziemlich schrecklich sei, was da passiere. Ist da eigentlich schon etwas erzählt worden über das, was wir heute wissen? Wissen Sie, bei meinem Vater ist es wichtig, auch im Sinne Ihrer Frage, der war der Inbegriff eines seriösen, pflichtbewussten, grundsoliden Beamten. Großartiger Mann, für den also Gerechtigkeit eine wichtige Sache war. War ein einfacher Bauernbub aus dem Fränkischen, ist im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen und über Dekoration Offizier geworden. Und im Zweiten Weltkrieg war er noch einmal als Hauptmann, ist dann entlassen worden. Und ich erinnere mich in der Tat an das Frühjahr 1940, es war jenes dieser kalte Winter, der ungewöhnlich hart war, auch unter den Verhältnissen. Und wie das früher üblich war, ist man ja dann rausgeschickt worden, wenn Erwachsene besonders redeten. Mit dem Ergebnis, dass man besonders die Ohren aufspitzte und hörte. Und dann weiß ich noch, das ist mir auch nicht aufgegangen, dass ich meinen Bruder fragte, was haben die denn? Weil es waren Freunde von meinem Vater da, das war irgendwie anders. Das war keine freudige Stimmung, dass der jetzt in Urlaub da war. Und da hat er dann später, habe ich es ja erfahren, zum ersten Mal erzählt, was er gesehen hat mit einer Ausschreitung gegen Juden. Nun war mein Elternhaus geprägt christlich, katholisch.
im guten Sinne national. Wir waren Grenzland in der Pfalz, man war Deutscher. Ich habe nie eine Antiposition gegen andere Religionen in meinem Elternhaus gekannt. Auch Juden selbst habe ich gar nicht gekannt. Zu meiner Zeit, als ich heranwuchs, kannte ich niemand. Aber dass das eine schlimme Sache sein muss in der Art der Reaktion der Eltern und der Freunde meiner Eltern, das haben wir irgendwie gemerkt, aber natürlich nicht reflektiert. Waren es solche Erlebnisse zu Hause, die Sie später den Satz haben prägen lassen von der Gnade der späten Geburt? Ich habe damals eine für mich, ich denke auch insgesamt wichtige Rede in der Knesset, dem Parlament des Staates Israel, gehalten. Mit dem Grundthema, die Deutschen und die Juden, das, was Schreckliches in deutschen Namen geschah, wie geht's weiter? Und habe dann in diesem Zusammenhang den Satz gebraucht, da muss aber den ganzen Satz sehen, der da lautet, dass es für mich und für meine Generation wichtig ist, die die damalige Zeit erlebt hat, mit wachem Bewusstsein oder einem leidlich wachem Bewusstsein, aber ohne selbst in die Gefahr zu geraten, in Schuld zu geraten, aus der Gnade der späten Geburt die Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben. Dieser Satz hat in Israel enorm positive Reaktionen hervorgerufen. In Deutschland ist er, wie so häufig, verfälscht worden, verkürzt worden und in einem Gegenteil verkehrt worden. Aber just an dieser, bei dieser Reise hat mich auch mein eigenes Leben eingeholt. Hat einen großen Eindruck auf mich gemacht, vor allem weil ich völlig unvorbereitet war. Ich war in Tel Aviv in dem wirklich sehenswerten Museum über die jüdische Diaspora, einfach pädagogisch fantastisch gemacht und gearbeitete Arbeit, und bin dann durchgelaufen, geführt worden von einem früheren Offizier, wie das oft in Israel ist, der pensioniert war und einer der Chefs dieses Hauses war. Und wir haben das alles durchgegangen und geredet. Und an der Tür spricht er mich plötzlich Deutsch an, war nie vorher ein deutsches Wort, und sagt, lebt Ihre Mutter noch? Ich habe den völlig sprachlos angeguckt. So, wie kommen Sie auf meine Mutter? Und dann sagt er, ich habe Ihre Mutter gekannt. Und war das ein israelischer Name, das weiß man nie, wie das früher auf Deutsch hieß. Sagt, wieso haben Sie meine Mutter gekannt? Und dann sagt, ich habe sie vermutlich auch gekannt als kleines Kind. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei uns in dem Stadtviertel, von dem ich herstamme und wohnte, gab es so kleine Bäckereien und andere Geschäfte. Und seine Eltern hatten dort eine Bäckerei und sind aber 1937 herausgekommen nach Israel. Es war damals ja die Zeit, bei Juden kauft man nicht. Das war für meine Mutter ein Grund, bei diesem jüdischen Bäcker zu kaufen. Und da war ich sicherlich auch als Kind gelegentlich dabei. Und der hatte dann nach den Namen und nach den Geburtsdaten, nach dem Geburtsort ganz richtig vermutet, dass das jemand aus der Sippe sein muss. Und hat mich dann gefragt. Und dann habe ich so oft für mich, wenn ich darüber nachdachte, auch gesagt, meine Mutter hätte auch ganz anders reagieren können. Und das ist ein weiterer Beweis für meine Lebenserfahrung, dass man sich im Leben zweimal sieht. Und beim ersten Mal daran denken soll, wie man beim zweiten Mal aussieht. So habe ich meine Mutter, die damals nicht mehr lebte, die das sehr genossen hätte, wenn ich ihr die Geschichte hätte erzählen können, in Tel Aviv eingeholt. Sie erzählen, dass Ihr Vater also 1940 schon erzählt hat von den Ausschreitungen gegen Juden in Polen. Würden Sie sagen, dass damals eigentlich die meisten in Deutschland hätten wissen können, was da so passiert? Ich glaube, in der Absolutheit kann man das wirklich nicht sagen. Zunächst einmal war mein Vater in einer, als Offizier, und damals war er, glaube ich, Bataillonskommandeur für eine kurze Zeit, in einer bestimmten Funktion an einem bestimmten Ort. Ich glaube allerdings, dass im Laufe des Krieges viele hätten hinsehen können, wenn in einer Stadt wie Ludwigshafen, wo hier eine kleine jüdische Gemeinde war, aber wenn ich über den Rhein gehe nach Mannheim, wo eine große jüdische Gemeinde war, oder in Frankfurt oder in Berlin, plötzlich alle Juden abtransportiert wurden, konnte man dann schon sehen, dass hier etwas passiert.
Ich glaube schon, dass die Kenntnis dessen, was dann an Furchtbaren geschah, bei viel weniger bekannt waren, aber dass Menschen abtransportiert wurden und dass allen Propagandagründen zum Trotz seiner Skepsis angebracht war, das ist eindeutig. Ich glaube im Übrigen, wenn Sie einmal die Berichte der Gestapo nachlesen, die Gestapo hat ja ein unglaublich intensives Spitzelsystem aufgebaut, welcher Pfarrer welche Predigt am Sonntag hält. Und da war ja auch immer die Rede von Stimmungen, was die Bevölkerung sagt. Wenn Sie das einmal nachlesen aus den einzelnen Regionen, ich habe das für meine eigene Heimat einmal getan, dann ist es faszinierend, wie genau die wussten, was für eine Stimmung unter den Leuten waren. Ist übrigens nicht nach oben weitergegeben worden. Und da war natürlich schon auch immer wieder zu lesen, dass das Verschleppen der Juden, dass der Abtransport der Juden Leute beunruhigt. Sie selber, so schildert es zum Beispiel Ihre Schwester, waren als junger Schüler schon eigentlich immer so eine Art Anführer. Sie sagt, Sie haben dann immer Bischof gespielt mit so einer Kaffeemütze drauf und einem Bettlaken. Und die anderen mussten das Bettlaken immer tragen. Also Sie waren immer schon so derjenige, der vorne weg war. Also das ist ein spezielles Bild, das ich so nicht in Erinnerung habe, aber meine Schwester hat das sicher besser beobachtet. Wahr ist, dass ich eigentlich meine ganze Schulzeit hindurch eine Rolle, wenn Sie so wollen, als Anführer hatte, dass meine Schulfreunde und Kollegen sich versammelt haben. Und es ist ja kein Zufall, dass wir bis zum heutigen Tag, nächstes Jahr haben wir 50 Jahre Abitur, uns jedes Jahr Ende Januar treffen und einen unheimlichen Zusammenhalt haben in unserer Klasse, obwohl das Leben uns ganz anderswo verweht hat. Das hat auch was mit einem Bezug zu mir zu tun, sicherlich. Sie haben dann nach Kriegsende eine Zeit lang auf dem Bauernhof gearbeitet. Warum eigentlich? Ja, ich hatte die Idee, erstens wusste man nicht bei Kriegsende, wie das weitergeht mit dem Gymnasium. Das Gymnasium hat mich auch nicht überaus gereizt. Und dann war so eine Idee, ob ich jetzt nicht Landwirtschaft später studieren wollte. Und dann bin ich jetzt zu einem Hof, das Süddeutschen Zug AG im Unterfränkischen, habe allerdings dort sehr rasch erkannt, da waren Diplomlandwirte, die aus dem Osten kamen und als Knecht auf dem Hof gearbeitet haben, dass bei normalen Bedenken es null Chancen gab, in diesem Beruf noch zu realisieren. Das war dann später so. Aber es ist meine Neigung geblieben. Also Bauer zu werden, ich war ja Stadtkind, hängt auch zusammen mit meinem Verhältnis zur Natur und zu Tieren. Das war eine Sache, die ich immer mit einer größten Sympathie betrachtet habe. Aber ich habe gar nicht die Chance gehabt. Sie haben dann die Besatzungszeit ja erlebt und zuerst war es amerikanisch, dann französisch. Ja. Und das veränderte sich in der Stimmung schon, nicht? Ja, natürlich. Die Amerikaner kamen im März 1900, da war ich in Berchtesgaden, 1945 nach Ludwigshafen, haben sich sofort um den Aufbau gekümmert. Sie waren sozusagen die Sieger im weitesten Sinn des Wortes. Es hat ihnen selbst nichts gefehlt. Und dann kam ja im Sommer, im Sinne der Beschlüsse von Potsdam, die Franzosen mit einem eigenen Gebiet, einem eigenen Besatzungsgebiet. Die Franzosen waren in Wahrheit bettelarm. Wenn Sie einmal die Rationen, jetzt heute weiß man das, damals wusste man das nicht, die Rationen der französischen Bevölkerung an Weihnachten 1945 betrachten, da ging es denen auch miserabel und die französische Besatzungszone war natürlich besonders hart geschlagen. Bei uns kam noch hinzu, in der Pfalz, dass die Erinnerung an die letzte Besatzung, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, etwa bei meinen Eltern und bei den Älteren alle, präsent waren und auch die Erfahrung des Separatismus. Es ist heute schwer vorstellbar, aber es war schon so, dass nicht nur nach dem Ersten Weltkrieg, wo es ja die Tendenz gab, das linke Rheinufer abzutrennen, zu Frankreich zu schlagen, in der Erinnerung an Napoleon und das Departement Montenegro, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, es gab die Entwicklung an der Saar, die Regierung von Johannes Hoffmann, die Abtrennung der Saar und es gab sehr starke Gelüste in Paris bis hin zu Charles de Gaulle in seiner berühmten Straßburger Rede, Abtrennung des linken Rheinufers bis Koblenz, die Pfalz und diesen Teil Deutschlands zu
Frankreich zu schlagen. Und meine erste politische Begegnung, wenn Sie so wollen, es gab damals so keine Parteien, war im Hause meines politischen Ziehvaters, eines katholischen Pfarrers, auch die Gespräche mitzuhören. Da war ich 16, der ist Separatist und der ist Separatist, wie man sich einigelte, und zwar jetzt nicht nach Parteien, sondern die Parteien, die später Parteien wurden, SPD, KPD und CDU. Wie sind Sie in diesen politischen Kreis gelangt? Ich war sehr interessiert, das kommt auch von meinem Elternhaus her. Und unser Pfarrer hat mir eines Tages gesagt, du bist doch interessiert. Ich war nicht so interessiert an der sonstigen Jugendarbeit. Der Pfarrer Fink in Limburger Hof, das ist ein Ort gleich neben Ludwigshafen, der sammelt junge Leute und schult die für den Fall, dass dann Parteien zugelassen werden. Das war ein großartiger Mann, das war damals der wichtigste Politiker in der Pfalz, war schon vor 1933 Abgeordneter gewesen, im Zentrum war der Hort des Widerstands auch gegen Hitler. Es sind alle Parteien, es war alles ja noch illegal bei ihm verkehrt. Und dann bin ich dort rausgefahren mit dem Fahrrad. Und dann waren dann alle 14 Tage, drei Wochen im Wohnzimmer bei dem, im Pfarrhaus, waren so 10, 12, 15. Die waren fast alle so Anfang 20, Mitte 20. Übrigens wiederum der Typ des Leutnants, der heimgekommen war, die jetzt Studenten waren. Ich war dann völlig abartig der Jüngste mit 16, 17. Aber Sie wurden akzeptiert? Ja, ich wurde akzeptiert und das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Es gab dort was, ein Wurstbrot zu essen oder ein Stück Kuchen. Und dann hat man am Tisch sitzend im Wohnzimmer immer einer referiert. Ich weiß noch genau, als ich mein erstes Referat war über christlichen Sozialismus, ich. Und die anderen haben zugehört und dann ist kritisiert worden. Und daraus ist dann ein sehr starkes Engagement erwachsen. Und so war ich dann seit 1947 dabei, als die Partei gegründet wurde, war ich 17. Und habe dann mit 19 Jahren als Oberprimaner bei der Bundestagswahl, die am 14. August war, meine erste Wahlrede gehalten. Am Freitag vor der Wahlrede, vor der Wahl, in einem Ort, wo meine Frau, das war ja meine Tanzstundendame, meine Frau ist meine Tanzstundendame, als Flüchtling unter ganz schwierigen Verhältnissen Unterschlupf hatte. Aber ich konnte keine großen Sprüche klopfen, die war auch nicht in der Versammlung. Insofern war das kein großer Auftritt von mir. Aber war meine erste Versammlung. Aber Sie haben eigentlich sich ja vorher in der Jungen Union schon engagiert. Die Jungen Union gab es ja noch gar nicht. Die Jungen Union ist nach der Partei gegründet worden, erst 47, 48 war ich auch in der Jungen Union. Und dann sind Sie wahrscheinlich Parteimitglied geworden, bevor man Parteimitglied werden durfte. Denn wahrscheinlich durfte Nein, das ist wahr. Ja, es gab ja, aber wissen Sie, das war nicht so eng. Die Parteimitglieder, das war ja alles vor der Währungsreform, dürfen Sie nicht vergessen. Das war nicht ein Zustand, wo man glauben konnte, dass das jetzt alles bürokratisch oder so zugeht. Mein Vater war auch Gründungsmitglied und die hat dann immer in der Partei der Alte und der Junge Kohl unterschieden. War für Sie eigentlich klar, als Sie dann als Oberprimaner schon eine Wahlrede gehalten haben, dass Sie... Als ich war Beiredner. Der Hauptredner war ein Zornierter. So, Sie mussten so wie beim Boxkampf vorne weg anwerben. Ja. Wissen Sie noch, was der Inhalt gewesen ist? Das war die erste Bundestagswahl. Und Sie dürfen nicht vergessen, ich komme wieder auf den Separatismus zurück, diese Bundestagswahl war für uns in der Pfalz ein gewaltiger Befreiungsschlag, wie man heute sagen würde. Weil es damit klar war, zwar Restdeutschland und das geteilte Deutschland, aber die französische, die amerikanische und britische Besatzungszone bilden jetzt einen Teil Deutschlands. Der Separatismus war von diesem Zeitpunkt an weg. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, dass ja damals noch alles unter Verbot stand. Ich erinnere mich, dass ich mit Freunden die Schule schwänzte und die einzige Großkundgebung der CDU mit vorbereiten half, in Landau, das war der einzige Saal, der noch erhalten war. Und wie der Schlussredner dieser Kundgebung dann in die total überfüllte Halle hineinrief,
Dort oben sitzt der Oberst Manier von der französischen Besatzung. Der hat uns verboten, die Nationalhymne zu singen. Wir singen das Deutschlandlied. Und es wurde dann gesungen? Und wurde gesungen. Natürlich ist das ganze Deutschlandlied, aber nicht im Sinne jetzt, dass man Großdeutschland machen will, sondern das war voller Rührung und voller Emotion. Und dann war ich auch dabei bei der ersten Wahleröffnungskundgebung, was wir dann ab 1953 die CDU immer in Dortmund gemacht hatten. In 1949 war ich ja dann 19 und da war das die Eröffnung auf dem Heidelberger Schloss. Und dann weiß ich noch, da waren die großen Honorationen und die hat man dann raufgeführt. Und dann habe ich einen Herrn heraufgeführt, von dem ich nur wusste, dass er eine wichtige Rolle spielt, aber von dem ich sonst nichts wusste, und das war Gustav Heinemann. Es gibt ja auch die Erzählung, dass Sie dann mal als noch Schüler, glaube ich, Grenzpfähle ausgerissen haben. Das war 1948. Da haben wir neben dem Partei haben wir eine Arbeitsgemeinschaft Europäische Wirklichkeit, also anspruchsvoller ging es nicht mehr, gegründet, mit Schülern und Studenten. Das war ganz klar für uns. Die Alternative war immer Europa. Das ist bis zu meinem heutigen Lebenstag so geblieben. Hat auch was wiederum mit dem Grenzland zu tun. Und dann sind wir bei Weißenburg mit jungen Elsässern gestanden, haben Pfähle rausgerissen und getrunken. Das war nach der Währungsreform. Und haben gesungen und waren also voll der Überzeugung, jetzt ist Europa da. Viele, viele Jahre später stand ich mit François Mitterrand an dieser Stelle. Ich habe ihn hingeführt und habe ihm die Geschichte erzählt. Und an diesem Tag haben wir trotzdem ein Stück Geschichte in klein geschrieben. Das war nämlich der Tag, an dem wir die Vereinbarung trafen, dass die letzten Reste der deutsch-französischen Auseinandersetzungen, was die Grundstücke an der Grenze betrifft, bis hin zur evangelischen Kirche in Paris, dass das wieder an die Deutschen zurückgegeben wird. Und da waren wir bei dieser Gelegenheit an dieser Stelle gestanden. Er war einer, der sehr viel Sinn für sowas hatte. Sie waren also ganz früh bei der Partei dabei. Was war für Sie die Partei damals? War das für Sie sozusagen die Organisation, die Sie zur Macht führen würde? Nein, also das steht also in den Büchern. Ich hätte also schon sozusagen in den Liebesbriefen an meine Freundin, Tanzstundendame und später darüber gefaselt. Das ist absoluter Unsinn. Die Partei war für mich eigentlich die Möglichkeit, politisch tätig zu sein. Ich komme in die Stadt Ludwigshafen, war immer eine rote Stadt. Schon aus der Sie waren aber nie in Versuchung. Nein, da war ich also vom Elternhaus dagegen gefeit und das gab es also nie bei mir. Ich bin auch nicht in einer Abneigung erzogen worden oder so, sondern die waren eben ganz anders in einer bestimmten Weise. Und so war ich also, da gab es eigentlich nie für mich eine Überlegung, was die Partei betrifft. Und dann habe ich natürlich in der Partei von der Pike auf gelernt, was man so lernt, wie man in den Ortsausschuss kommt, gewählt wird und so weiter und so weiter. Und das hat mich natürlich schon sehr stark geprägt, auch die programmatische Diskussion, die damals ja ganz anders lief. Und bei Plakatekleben haben Sie sich auch ab und zu mal mit den Plakatklebern der anderen Parteien gerauft? Ja, das war ein Umgangsstil, den kann man sich auch heute nicht vorstellen. Es gab bestimmte Bezirke Ludwigshafen, wo man als Schwarzer gar nicht hinkonnte bei Tag, und da gab es auch immer Rembeleien. Aber das gehört, verstehen Sie, das war so ein Stück Weimar. Hat sich zum Teil, ich bin jetzt sozusagen ein Frühkommer gewesen, aber die Älteren hatten ja noch zum Teil Weimar erlebt. Viele Leute, die damals in der Kommunalpolitik waren, saßen ja schon vor 33 gemeinsam im Stadtrat. Aber ist das auch so etwas, was in Ihrer Natur ist, mal ein bisschen raufen? Denn es gibt diese berühmte Szene, wo ja in Halle jemand ein Ei auf Sie wirft und Sie dann sagen, also dem Kerl, den will ich jetzt unbedingt einer. Also, dass ich früher einer Rauferei nicht aus dem Weg ging, war, aber das ist schon lange her. Das in Halle ist eine ganz andere Sache. In Halle bin ich ausgestiegen und da standen eine Großzahl älterer Frauen. Und ich redete mit denen und dann ziehe ich so auf eine Schrittentfernung von 5, 6 Metern
wie einer mit so einer Kiste anfängt, Eier zu werfen. Und Sie müssen erst mal Eier an den Kopf gekriegt haben. Damals musste ich noch eine Brille tragen. Meine Augen sind ja inzwischen besser geworden. Das brauche ich nicht mehr. Dann ist es sehr unangenehm, wenn Sie eine Brille haben und kriegen Eier an den Kopf, was Sie natürliche Ängste haben. Und dadurch allerdings war immer meine Devise, nicht fortrennen, sondern auf den Losgehen. Und ich tut mir heute noch leid, dass ich nicht erwischt habe. Sie hatten als Politiker, haben Sie gerade gesprochen, einen Ziehvater, den Dekan Fink. Aber Sie haben eigentlich sonst immer eher das Image gehabt, dass Sie mehr der Enkel waren. Ja, das war aber nicht mein Image oder mein Zustand, das war der Zustand meiner Altersgruppe. Wir waren ja nicht tüchtiger wie die heute 25-Jährigen. Das ist Blödsinn, wenn man sich das einbildet. Bloß wissen Sie, wenn Sie 1955 in die politische Arena Deutschlands schauten, ob Bundestag oder Landtag oder Kommunalpolitik, da war ja eine ganze Generation weg. Es ist ja kein Zufall, dass die drei prägenden Figuren des Neubeginns der deutschen demokratischen Parteien, Theodor Heuss, Konrad Adenauer und Kurt Schumacher, alle drei aus dem kaiserlichen Deutschland kamen. Kurt Schumacher war schon Reichstagsabgeordneter, Kurt Schumacher war Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg, Kurt Schumacher war in der Weimarer Republik Reichstagsabgeordneter, aber war Redakteur. Adenauer war immerhin schon Oberbürgermeister 1917 in Köln und Theodor Heuss war Dozent ebenfalls vor 1914. Die haben also sozusagen die Geschichte ganz anders mitgebracht. Als ich in den Landtag kam, haben wir 7 Abgeordnete gehabt, die früher im Reichstag waren. Das war sozusagen die Generation meines Vaters. Und dadurch war eine ganze Generation weggeschossen war, um es mal brutal auszudrücken, im Krieg geblieben war oder durch eine Entwicklung der Nazizeit nicht mehr in der Lage war, weiter politisch tätig zu sein, weil sie in ihrem Lebenslauf hier einen Einbruch erlitten hatten, haben wir Jungen ganz ungewöhnlich viele Chancen bekommen. Und so sind wir, auch ich bin ja, wenn Sie wollen, mit Paradebeispiel, aber ich bin nicht der Einzige, sehr jung in wichtige Ämter gekommen. Das war nicht normal, es war bloß eine Lücke in der Abfolge der Generation da. Sie haben studiert in Heidelberg dann und waren... Erst war ich in Frankfurt und dann in Heidelberg. Und dann in Heidelberg, aber Sie haben Ihr Studium selber verdient als Steinschleifer. Wie sind Sie dazu gekommen? Also zunächst einmal habe ich zu Hause gewohnt, den Vorteil hatte ich. Aber im Haushalt eines Steueroberssekretärs waren keine Reichtümer, aber ich hatte alles, was ich brauchte zum Leben. Ich war dann Fahrschüler, wenn Sie so wollen, ist ja kein Problem, von Ludwigshafen nach Heidelberg. Hatte dann so einen Roller und den habe ich viele Jahre dann auch sehr geliebt. Hat mich sehr mobil gemacht. Und dann habe ich zusammengerechnet über die Ferienzeit immer gearbeitet, 3,5 Jahre. Steinschleifer, das war in der Steinhauerei, wo die Steinmetzen sind, wurden für die bestimmten Bedingungen der chemischen Industrie, für bestimmte Kanäle, für Säuren oder Basen, wo man normale Abwasserkanäle nicht benutzen kann, hergerichtet. Und dann war der eigentliche Steinschleiferei, das war ein Lernberuf, wie so, wenn Sie eine Hartschleiferei sehen, nach dem gleichen Prinzip, wenn ein Modell gebaut wurde, wo man noch nicht wusste später, wie das im Großversuch aussieht, ist es im Kleinversuch dargestellt worden. Da hat man beispielsweise Schieferplatten, Porzellanplatten in einem bestimmten Maß nach bestimmten Maßstäben zugeschnitten. Und da habe ich als Student sehr gut verdient und war in einem Arbeitsbereich. Wir waren 2 Studenten, wir waren voll integriert, die Ferienzeit und Urlaubszeit. Die haben fest mit uns gerechnet. Wenn ich kam, haben die Kollegen ein sehr herzliches Verhältnis. Ich war der einzige Schwarze, bin deswegen sehr und war ja schon Wahlredner, das dürfen Sie nicht vergessen. Aber das ist sehr akkutiert worden. Immer bin aufgezogen worden, ich habe zurückgeschlagen. Aber wenn ich kam, habe ich einige Stunden für den Akkord von denen gekriegt, damit ich gleich in die höchste Stufe kam, wenn ich dann fertig war. Am Ende der Ferien habe ich denen wieder was zurückgegeben. Ich bin dann noch viele Jahre später, noch als Ministerpräsident, es waren dann nacheinander niemand mehr da, da bin ich nicht mehr hin, mit dem damaligen Chef der BASF, mit Professor Thiem, immer wieder, wenn ich die BASF besucht hatte, bin ich vorher
in meine Werkstatt gegangen und dann haben wir außerhalb der Genehmigungsregeln der oberste Boss und der Ministerpräsident und meine alten Kollegen ein anständiges Bier gezischt. Sie haben studiert, obwohl Sie selber sagten, selbst das Gymnasium war nicht etwas das, was Sie besonders angezogen hat. Aber für das Studium geht es nicht. Ich habe leidenschaftlich gern studiert, so ungern ich in die Schule bin, so gern habe ich studiert und habe, weil ich ja selber es mitfinanziert habe, auch nie den Drang verspürt, jetzt morgen fertig zu werden. Und habe wahnsinnig viel gelernt im Studium. Ich lebe eigentlich bis zum heutigen Tag davon, dass ich gelegentlich mir überlege, was war da und nachgucken. Ich habe also noch, ist vor ein paar Jahren gestorben, hoch in den 90 mit meinem Doktorvater immer noch Kontakt gehabt. Walter Peter Fuchs. Ja, ich habe übrigens mit François Mitterrand oft darüber geredet. Meine Kenntnisse französischer Geschichte hat mir unendlich viel geholfen, obwohl das eigentlich von mir her gesehen, mit dem Lehrplan nicht vorgesehen war, aber es war eine Sache, die ich aus Neigung gemacht habe. Theologie, Philosophie, das hat mir alles nicht geschadet. Ich bin dafür, dass man als Student, vor allem wenn man öffentliche Gelder in Anspruch nimmt, das habe ich ja nicht getan, voranmacht mit dem Studium. Aber ich muss Ihnen ganz offen sagen, wer die Gelegenheit nutzt, so zum Studium Generale wirklich zu erfahren, hat eine vergleichbare Chance nie mehr im Leben. Die sind nie mehr in einem Lebensabschnitt, wo sie so aufnehmen oder im guten Sinne des Wortes neugierig sein können. Ich habe das nie bereut. Würden Sie deswegen sagen, auch Studenten sollten heute sich ein bisschen Zeit nehmen, um mehr zu lernen, breiter? Ich formuliere es andersrum. Ich meine, Studenten sollen sich Zeit nehmen, möglichst breit informiert zu sein. Wenn sie allerdings dann öffentliche Gelder in Anspruch nehmen, das ist eine andere Sache. Dann sollen sie auch überlegen, dass sie natürlich eine Bringschuld haben. Aber wenn jemand sagt, also das muss immer auf die Kante abgemessen sein und er tut überhaupt nichts über das eigentliche, was ja schon wichtig ist, Brotstudium hinaus, finde ich das schade. Eigentlich finde ich, sollte jemand, der studiert, am Ende im guten alten Wortsinn ein gebildeter Mensch sein. Mann oder Frau. Wobei ich jetzt nicht Bildung aufs akademische Studium beziehe. Wenn Sie hier einen qualifizierten Schreinermeister vor sich sehen und sehen, was der kann, ist das ein hochgebildeter Mann. Während des Studiums haben Sie aber politische Arbeit betrieben. Ja. Und was war da Ihr Ansatz, dass Sie gesagt haben, also ich möchte weiterkommen, ich möchte auch mal Positionen übernehmen und Verantwortung übernehmen? Also das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Das wird mir zwar angedichtet. Ich war nun, wenn Sie so wollen, in der Sache drin. Ich bin mit 24 Jahren in den geschäftsführenden CDU-Vorstand der Pfalz gekommen. Das war ein wichtiges Amt. Nicht Jung Union, sondern also bei der Partei. Viel jünger als alle anderen, war also mitten im Getriebe. Er hätte auch früher in den Landtag kommen können, das habe ich abgelehnt, weil ich der altmodischen, richtigen Meinung, auch heute ist das meine Meinung, war, ich sollte erst meine Ausbildung abschließen. Das war übrigens damals auch so, dass man da kaum eine Chance hatte ohne eine abgeschlossene Ausbildung. Und dann war ich ja nochmal Universitätsassistent und dann bin ich ja zum Chemieverband, also in die chemische Industrie, und dann habe ich kandidiert. Aber da waren Sie sehr kurz nur beim chemischen Verband. Ne? Nein, ich habe den Verbandsarbeit habe ich mitgemacht, solange ich Fraktionsvorsitzender war. Ich bin erst Berufspolitiker geworden, als ich Ministerpräsident wurde. Sie waren aber sehr schnell Fraktionsvorsitzender. Das heißt, Sie hatten auch schon ein Netzwerk an politischen Freunden gebildet. Ja, obwohl das mir in der Fraktion nicht viel geholfen hat. Ich war ja mit weitem Abstand, war ich ja der Jüngste. Nein, in der Fraktion war es ganz eindeutig so, dass wir, die CDU, dringend, das war so ein Thema wie Konfessionsschule, war ein Thema von allergrößter Bedeutung. Sie haben die Konfessionsschule abgeschafft. Aber das war später. Solche Themen waren heftig umstritten. Und Rheinland-Pfalz war ja nicht vom Himmel gefallen, sondern zusammengewachsen aus sehr unterschiedlichen Gebieten. Im früheren preußischen Teil, im Norden des Landes, frühere Volksstadt Hessen und die frühere Bayerische Pfalz. Und da gab es auch in diesen Fragen sehr unterschiedliche Meinungen. In der gleichen CDU sehr viel mehr, die einen integraler, wird man heute sagen, und die anderen mehr nach der anderen Seite. Ich kam ja aus der liberalen
so verstanden liberalen Pfalz. Und ich hatte dann natürlich, als ich in den Landtag kam, stand ich für eine noch völlig neue Generation. Aber ich wäre ohne diese Altersstruktur, von der ich sprach, nie Fraktionsvorsitzender geworden. Und dann ist etwas passiert, dass der damalige Fraktionsvorsitzende, der schon vor 33 preußischer Landtag war, der Dr. Boten, starb hoch in den 70 und hatte sozusagen in der Botschaft, wie waren, ich war überhaupt nicht diesen Grundprinz oder dem nahestehend, eher im Gegenteil, weil ich sehr frech war. Dafür hat er nur einen bedingten Sinn gehabt, mit Recht, wie ich heute weiß. Und der hat aber eine Botschaft an die Landtagsfraktionskollegen gegeben, sie sollten den Jüngsten wählen. Sie sollten bewusst den Jüngsten wählen, um ein Signal zu geben für die Veränderung, die jetzt eintritt. Das hat er, heute wird man sagen, vom Totenbett diese Botschaft ausgehen lassen. Und die haben mich gewählt. Aber der Ministerpräsident Altmaier war eigentlich anderer Meinung. Der war völlig anderer Meinung, weil er ganz zu Recht erkannte, dass der Helmut Kohl in bestimmten Fragen, siehe Konfessionsschule, einen völlig anderen Kurs vertreten hat. Und er war natürlich auch anders geprägt. Der Peter Altmaier war natürlich auch vor 33 schon Ratsmitglied. Er wird in diesem Jahr 100 Jahre alt, dann können Sie die Distanz erkennen. Und er hat große Leistungen in Rheinland-Pfalz vollbracht, aber es war eben in jeder Weise eine andere Zeit. Er hat sich sicherlich. Hat er vielleicht auch Angst gehabt, dass da einer kommt, der ihn verdrängen könnte? Das sicherlich auch, das ist ja ganz normal. Aber jeder andere, der gekommen wäre, wäre ja auch vermutlich sein Nachfolger geworden. Aber diesen Nachfolger, das ist zunächst einmal ganz sicher nicht gewünscht. Erst am Ende seines Lebens war er dann glücklich und zufrieden. Und ich weiß noch, als wir uns aussöhnten, hat Franz Josef Röder, der damalige Ministerpräsident, der sah ihn so am Arm genommen und gesagt, Peter, du bist der Einzige, dessen Nachfolger Bundeskanzler wird. Und das war dann für ihn schon auch ein Argument. Aber wir waren natürlich schon, es waren zwei Welten, es war eine völlig andere Generation. Und Sie haben ihn ja auch fast aus dem Amt gedrängt. Also er wäre das ist eine Pharma, die wird zwar immer verbreitet. Also wir hatten eine Abmachung 1967, dass ich, das war schon 65, habe ich gesagt, ich will jetzt kein Ministerpräsident werden, aber wir einigen uns in der Mitte der nächsten Periode. Das war 69, das trat ja auch ein. Aber, er wollte das aber nicht unbedingt dann zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt, er war aber nur über 20 Jahre dran, also insofern war das keine so kurze Amtszeit. Und das wollte er nicht. Und das war eine kurze, harte Auseinandersetzung. Aber Gott sei Dank, und das freut mich heute noch, sind wir nicht in diesem Leben auseinandergegangen in Feindschaft, sondern in einer sehr freundschaftlichen Beziehung. Und ich werde in ein paar Monaten ausgesprochen gerne in einer Veranstaltung zur Erinnerung an Peter Altmaier zu seinem 100. Geburtstag sprechen. Sie haben das nie gehabt, dass jemand gekommen ist und Sie sozusagen gesagt haben, in der Hälfte der nächsten Periode ist Schluss. Aber können Sie verstehen, dass es einem dann, wenn man dann zu dem Moment kommt, wie Altmaier, dass man übergeben muss, dass das schwierig ist? Ja, natürlich kann ich das verstehen. Die 50er, 60er Jahre waren ja geprägt von Adenauer und Erhard. Haben Sie eigentlich Adenauers Politik der Westbindung auch zur Zeit der Stalin-Note immer unterstützt? Ja, da hatte ich nie ein Problem gehabt. Mein Problem mit Adenauer war ein anderes. Mein Problem war mit Adenauer am Anfang. Ich war ein überzeugter Anhänger von Arnold und Kaiser, weil ich habe eben von der Eröffnung des Wahlkampfs 49 geredet. Das waren Leute, die für mich mitten im Leben standen. Und der alte Adenauer war ein der alte Adenauer. Sie wollen gerade sagen. Ja, das war also jenseits meiner Betrachtungsweise. Ich war ja da nicht allein. Ich habe dann hier im Haus übrigens meine erste Begegnung mit ihm gehabt. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Ich habe auf einem Bundesparteitag, ich glaube, das war 53, was sehr unüblich war, widersprochen. Und wobei? Ich weiß es gar nicht mehr genau, was es war. Ich weiß nur eins, ich war sehr schnell und auch sehr frech gelegentlich dann mit den Bemerkungen. Und
Und viele Wochen später bekam ich einen Anruf, ich hatte gar kein Telefon zu Hause, über die CDU-Geschäftsstelle. Hat damals ein Ministerialdirektor namens Klopke, der war noch kein Staatssekretär, geforscht nach dem jungen Kohl. Und dann habe ich zurückgerufen und dann hat er gesagt, der alte Herr möchte, ich möchte den alten Herrn besuchen. Und so war ich zum ersten Mal im Leben mit 3 oder 24 Jahren hier in diesem Haus. Und das war in jeder Weise überwältigend. Adenauer hier im Kanzleramt. Und dann war noch etwas. Was wollte er? Er war ja von einer bestechenden Höflichkeit. Ich, der junge Tutere, es war völlig klar, dass er an der Tür wartete, man hat auf den Sitz gebracht und hat sich dann erkundigt, was ich so treibe und so weiter wollte, was er eigentlich wollte ist. Er wollte wissen, was ist das für ein Kerl? Dann hat er natürlich vorher, das ist auch klar, Erkundigungen eingezogen gehabt, bei der Gräche, im Landesverband und so weiter. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, bis ich zum letzten Tag, drei Tage vor seinem Tod mit ihm telefoniert habe. Haben Sie daraus auch dieses Moment gezogen, dass Sie sich um sehr junge Leute kümmern? Ja. Das habe ich immer gemacht und das mache ich auch jetzt, nachdem ich von Amtspflichten befreit bin, investiere ich bewusst, sage ich, investiere eine bestimmte Zeit, weil ich eben finde, das ist unser Job. Wenn man Lebenserfahrung hat, das ist ja eigentlich übertragen, das Natürliche von Eltern im Verhältnis zu Kindern. Das Rad wird nicht jeden Tag neu erfunden, aber umgekehrt müssen die Jungen ihren Beitrag, wie sie das Rad aufschrauben und interpretieren, jeden Tag neu finden. Und das habe ich immer getan und war dabei eigentlich höchst erfolgreich, das ist ja nachweisbar. Wobei eben für mich eben Jungsein nicht nur die Frage der Jahre ist. Es gibt ja ganz schrecklich alte, junge Leute. Aber es gibt auch das Umgekehrte. Nochmal zu Adenauer. Adenauer soll ja dann gesagt haben, irgendwann zu Ihnen mal, ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Sie also meine Sache fortführt. Das wird behauptet. Also ich kenne einen solchen Spruch. Sie erinnern sich nicht mehr an diesen Spruch. Ich weiß nur, als ich Landesparteivorsitzender war in Rheinland-Pfalz, hat Adenauer geredet und Dufus. Dufus war damals geschäftsführender Parteivorsitzender, war mir ein wirklich väterlicher Freund. Und das Verhältnis Adenauer und Dufus war zu jener Zeit nicht das Allerbeste. Und der Dufus hat sehr freundlich über mich im Beisein von Adenauer geredet. Adenauer hat mir gratuliert zu meiner Wahl als Nachfolger von Altmaier als Parteivorsitzender. Da war ich aber nicht Ministerpräsident. Und der hat so etwas zu ihm gesagt. Und später ist gar keine Frage, das war aber dann wiederum später, dass er so in seinen Vorstellungen eine Vorstellung hatte, aus dem könnte was werden. Und das hing auch sehr mit seinem Umfeld zusammen. Ein Mann wie Heinrich Krone, der die Partei sehr gut kannte, der ihm nahe stand, der hatte ausgesprochenermaßen mich freundschaftlich begleitet. Eugen Gerstmeier, mit dem ich am Ende ganz eng befreundet war seines Lebens, der nicht so eng wiederum mit dem Adenauer war. Aber wissen Sie, wenn sozusagen die großen alten Leute, um das so zu nennen, in einem Umfeld über den Jungen reden und sie reden durchaus auch mal in einer aufbauenden Weise, ist es schon sehr hilfreich und das habe ich sehr erlebt. Ich habe viel Grund, den Alten zu danken, wie dem ganz Jungen, weil ich eben aus den vorhin erwähnten Verhältnissen sehr viel jünger war, viel zu danken. Also ich kann dann mindestens ein Dutzend nennen, die mir geholfen haben. Wenn man die 60er Jahre sieht, dann war ja da das Wichtige, Problem, wer wird der Nachfolger von Adenauer, Schröder oder Erhard? Auf wessen Seite haben Sie gestanden? Auf Erhards Seite. Einfach nicht mit der Einsicht, der ist der Bessere, sondern es ist anständig. Wissen Sie, wir haben mit dem Erhard ja Wahlkämpfe gemacht. Für mich war das ja nie eine Sache im politologischen Seminar, sondern ich bin mit dem Erhard durch die Gegend gezogen, wenn der in der Pfalz war. Ich war der Bezirksvorsitzende in der Pfalz. Und der Erhard war ein ungeheurer Wahlkämpfer. Dem war nie was zu viel.
Und das war einfach für mich selbstverständlich. Ob der eher der richtige Kanzler war und die Schwächen, die sich später zeigten, das war ja uns so nicht, erstens war ich viel zu weit weg und nicht so nah dran. Aber das war ganz klar, dass ich in diesem Zusammenhang auf der Seite von Erhard stand. Ich habe es einfach als anständig empfunden, für den Erhard zu sein. Sie waren ja in den 50er Jahren kurze Zeit mal gegen die Wiederbewaffnung. Warum eigentlich? Ich war nicht gegen die Wiederbewaffnung. Ich war in der Frage des Zeitpunktes. Gehörte zu denen, die natürlich noch alles im Ohr hatten und auch selber gesagt hatten, nie wieder. Und es waren natürlich auch respektable Leute in der CDU. Leute, die aus einer überzeugten christlichen Haltung heraus diese Position vertreten waren. Und es ist ja eher normal, wenn ein Junger nicht zunächst pragmatisch denkt. Wenn wir nochmal zu Erhard kommen, hat Sie bei ihm auch beeinflusst, dass er so stark für die soziale Marktwirtschaft war? Ja, das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Ich mag überhaupt nicht. Und es gibt ganz wenige Punkte, wo ich mich wirklich ärgere. Und dazu gehört, wenn man den Erhard in Anspruch nimmt und redet nur von der Marktwirtschaft. Ich habe den Ludwig Erhard erlebt in vielen Situationen, bis hin zu seinem Ende seiner Zeit, wenn ich an seinen 80. Geburtstag, den ich selbst dann die Veranstaltung mitgestaltet habe, als Parteivorsitzender in der Zwischenzeit, der Ludwig Erhard war das immer eine Sache, wo er soziale Marktwirtschaft. Er hat immer gesagt, der Staat muss Rahmenbedingungen setzen, die Rahmenbedingungen müssen optimal sein für Freiheit und Entwicklung. Aber er sprach dann zu der Verantwortung von den Leuten. Wenn der Ludwig Erhard den einen oder anderen heute im deutschen Fernsehen sehen würde, der als der Unternehmer mit ständiger Stimme verkündet, wie viele Leute jetzt ausgestellt werden, das war nicht seine Welt. Im Übrigen war der Ludwig Erhard natürlich immer ein Mann, der... Aber ist das denn Ihre Welt? Ein Mann, der des Mittelstands und nicht ein Mann der Großindustrie. Und da bin ich ein treuer Erhardianer geblieben. Aber wenn Sie gerade den jetzigen Zustand kritisieren, ist das eigentlich noch die soziale Marktwirtschaft, die Erhard sich vorgestellt hat oder die vielleicht auch Sie sich vorstellen? Nein, das ist so. Ich halte absolut für notwendig und richtig, dass er heute noch soziale Marktwirtschaft unter den veränderten Verhältnissen ist. Ja, aber wird das von den Unternehmern so betrieben, ist das nicht mehr so die Shareholder-Value-Gesellschaft? Nein, da muss ich sozusagen, das fängt jetzt an, unser Gespräch eine Tendenz zu nehmen, die ich nicht akzeptiere. Es gibt nicht die Unternehmer, es gibt nicht die Journalisten, es gibt nicht die Pfarrer. Es gibt nicht die Politik, es gibt solche und solche. Und wenn ich meinen Lebensweg rückschauend betrachte, habe ich in großen Kleinbetrieben fantastische, patriotisch gesonnene Unternehmer erlebt, die gesagt haben, ich mache das so und so, ich denke an meine Leute. Mir hat man einer vor mir, der mir viel geholfen hat im Leben, der ein großes Familienunternehmen führte. Und der hat über einen Vorstandsvorsitz einer anderen großen Unternehmen hat er dann geredet und sagte, er sowieso denkt an seine Pension, ich denke an meine Enkel im Betrieb. Aber wenn Sie heute erleben, dass es Unternehmer oder sagen wir mal Manager gibt. Dass es Leute gibt, die es in der Funktion, ja. Die sagen, oh Gott, ich kann auch den Firmensitz ins Ausland verlegen oder durch die Globalisierung sehr viel mehr an den Firmenprofit denken als an das Soziale in der Marktwirtschaft. Würden Sie da sagen, das ist eine Entwicklung, die Sie ungern sehen? Ja. Ich glaube nicht, dass das so pauschal gesagt wird, aber wenn ich jetzt mich konzentriere auf die Beispiele, die Sie sagen, dann bin ich absolut der Meinung, das entspricht nicht meiner Vorstellung von sozialer Marktwirtschaft. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass es funktioniert. Ich kann nirgendwo, also es heißt ja dann immer, in Amerika funktioniert. Die amerikanische politische und ökonomische Kultur ist eine völlig andere. Und ich kann jetzt nicht einen Teil herausreißen und bei uns einpflanzen. Ich glaube schon, dass das, wir sind ja immerhin nicht auf dem Misthaufen der Geschichte gelandet mit diesem System. Wir sind nach den USA im Weltmaßstab Nummer 2 im Export. Und wenn ich Ihnen das, ich könnte eine Reihe von Dienstzimmern von Staats- und Regierungschefs Ihnen auf dieser Erde nennen, wo das Bild von Ludwig Erhard hängt. Und die haben sich ja was dabei gedacht und sagen,
Der Mann hat eine Vision gehabt, die hat er umgesetzt mit allen Stärken und Schwächen auch gleichzeitig. Und wer jetzt so nassforsch tut und sagt, es hätte das alles nicht gegeben, der hat keine Ahnung von der jüngsten Geschichte. Und deswegen bin ich leidenschaftlich dafür, die Lehre Ludwig Erhards in beiden Teilen zu bejahen. Die soziale Verantwortung und die Verantwortung für eine freiheitliche Gewirtschaftsentwicklung. Dass wir im Bereich der sozialen Dimension die Grenzen des Vernünftigen überschritten hatten, bestreitet ja heute vernünftigerweise kein Mensch mehr. Das heißt aber nicht einmal, dass es Opfer kostet, sondern nur ein Stück der Normalisierung. Ich glaube auch nicht, dass all die, die jetzt sagen, wir machen das alles weltweit, in 5 Jahren noch das Gleiche sagen werden. Das kann man mit Ruhe abwarten. Auch in der Wirtschaft gibt es Moden, die kommen und die gehen. Dass große Unternehmen weltweit operieren, ist völlig klar. Wenn ich einen Weltkonzern führe, muss ich wissen, dass ich ohne Produktionsstätten in Indien oder in der Volksrepublik China das nicht machen kann. Und hier zu Hause im Mutterbetrieb muss ich wissen, dass das Konsequenzen hat. Aber ich glaube nicht daran, dass große Wirtschaftsunternehmungen weltweit operieren können und gleichzeitig ihren Stammbetrieb aufgeben. Das glaube ich nicht. Weder die technische Innovation noch vieles andere. Und das muss man einfach mit in die Rechnung setzen. Aber der große Teil der Leute, die unternehmerisch tätig sind, die haben weder die Chance noch das Wollen, sich so zu verhalten. Sie sind 69 Ministerpräsident geworden in Rheinland-Pfalz. Und 2 Jahre später haben Sie schon so den nächsten Schritt versucht, nämlich Parteivorsitzender zu werden. Da hatten Sie ja zuerst die Überlegung, dass Sie das vielleicht so aufteilen, Schröder wird der Kanzlerkandidat und Sie der Parteivorsitzende. Aber Schröder wollte da nicht mitspielen. Warum nicht? Es war ja auch nicht ganz so. Ich wollte doch partout 1972 kein Parteivorsitzender werden. Ich wollte um gar keinen Preis nach Bonn zu dieser Zeit. Kurt-Georg Kiesinger hat mir schon 1969 angeboten, entweder ins Bundeskabinett oder als Generalsekretär nach Bonn zu kommen. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich war überzeugt, bei allem Respekt, weil auch seiner eigenen Leistung, dass wir mit Rainer Barzel die Wahl gegen Willy Brandt nicht gewinnen. Das war meine Position, aber doch nicht nur meine. Es war eine weit verbreitete Meinung in der Partei. Und ich habe mich mit Barzel auch ganz offen darüber ausgesprochen, das hat nichts mit Gegnerschaft zu tun. Und meine Idee war, nicht nur meine, das war ein ganzer Kreis, der Gerhard Schröder ist der beste Kanzlerkandidat, den wir gegen Brandt stellen können. Und die Erfahrung hat ja auch uns gezeigt, am Beispiel Erhard, später am Beispiel Helmut Schmidt, über das jetzige will ich jetzt nicht reden, dass in unseren Verhältnissen ein Kanzler, der nicht gleichzeitig Parteivorsitzender ist, dass der schwerste Probleme bekommt. Und deswegen waren wir für den Parteivorsitzenden Schröder, als Kiesinger ging, und für den Kanzlerkandidaten. Und ich hatte Schröder angeboten, ich war ja stellvertretender Parteivorsitzender, dass ich sozusagen einen Zahn zulege in der Parteiarbeit, keine andere Funktion. Ich war ja in Mainz Ministerpräsident und Mainz in Bonn war keine große Problematik in der Entfernung. Und dass ich dann also sozusagen ihm schon die Arbeit schaffe. Ich wollte partout kein Parteivorsitzender werden. Und der Gerhard Schröder war auch sehr mit einverstanden. Und eines Abends habe ich dann im Fernsehen gehört, dass er in irgendeiner Veranstaltung in München verkündet hat, er wolle als Kanzlerkandidat bleiben, aber als Parteivorsitzender überhaupt nicht. Da solle der Helmut Kohl machen. Der wäre der beste Parteivorsitzende. Und das war ja gar nicht lange vor dem Parteitag in Saarbrücken. Und es war völlig klar, dass ich gegen den Rainer Barzel durchfalle. Und so bin ich ja auch mit ganz und Gloria bei dieser Wahlentscheidung auf dem Parteitag durchgefallen. Aber kandidiert haben Sie trotzdem. Warum? Ja, nun gut, ich konnte ja nicht sagen, wissen Sie, das war nie meine Sache zu kneifen. Wir haben vorerst mal vollgenommen gehabt und haben gesagt, wir sind dafür, dass Barzel nicht Parteivorsitzender und nicht Kanzlerkandidat wird. Und dann konnten wir ja nicht hingehen und sagen, jetzt haben wir gar keinen Kandidaten. Und da ich das Maul am meisten vollgenommen hatte, habe ich dann halt eben mich hingestellt. Aber wohl wissend, dass in der Sache nichts zu gewinnen war. Hat Sie also auch nicht geschmerzt? Nein. Es war eine der vielen Erfahrungen, dass eine Reihe Leute mich vorher
scharf gemacht haben, das zu machen, dann natürlich. Aber dass sie so im Leben umgefallen waren, aber geschmerzt hat mich das. Und geschadet hat mir es überhaupt nicht. Zwei Jahre später waren Sie ja Parteivorsitzender. Und zwei Jahre später war es wieder ganz anders. Da hat man die Wahl total verloren gegen Willy Brandt. Rainer Barzel war zurückgetreten. Ich war ja noch in Mainz. Karl Carstens war Fraktionsvorsitzender geworden. Und dann war Rudolf Windmann im Parteivorstand und hat uns also eine demoskopische Kur geschnitten in der Form, dass er uns praktisch jede Zukunft abgesprochen hat. Und an dem Tag hätten sie auch in der FAZ den Stiller ausschreiben können. Es hätte sich niemand gemeldet. Und in der Sitzung habe ich gesagt, gerade jetzt, so wie es jetzt ist, werde ich kandidieren. Aber das war nicht ein Begeisterungsjubel, dass jetzt der Helmut Kohl kandidiert, sondern das war so eine Grundstimmung. Es gab Kohl-Fans, aber es gab auch andere, die sagten, muss das sein. Schon zu Ihrer Zeit als Ministerpräsident Rheinland-Pfalz gehörten Sie ja zu denjenigen, die sehr gute Personalauswahl machten. Also Sie haben Roman Herzog dahin gezogen, Hanna Geißler, Bernhard Vogel, Sie haben Frau Laurin und viele andere. Frau Laurin und viele andere. Und Sie haben dann auch sowohl Biedenkopf zum Generalsekretär gemacht und später Geißler. Dies waren aber zwei Leute, die dann eigentlich versucht haben, Sie zu stürzen. Was ist da schiefgelaufen? Ach, das ist, ich würde es auch unterschiedlich sehen bei den beiden. Kurt Biedenkopf habe ich geholt, der ja von der Bochumer Universität Gründungsrektor war, dann bei einer großen Firma in Düsseldorf arbeitete, weil ich immer der Meinung war, dass es wichtig ist, Leute von draußen reinzuholen. Hanna-Renate Laurin, Richard von Weizsäcker, der das meistens in der Zwischenzeit vergessen hat, gehörte auch zu denen. Und ich kann die Liste beliebig fortsetzen. Und Kurt Biedenkopf war dann Generalsekretär und als ich nach der Wahl 76 hat er gesagt, egal wie die Wahl ausgeht, ich gehe nach Bonn, hat er nach einiger Zeit gesagt, wenn du da bist, entwickelt sich diese Parteiarbeitssituation so, dass du eigentlich gar keinen Generalsekretär brauchst. Und er wolle sich dann nach Düsseldorf sozusagen zurückziehen, um Düsseldorf sturmreich für die CDU, die haben ja während in Düsseldorf, also NRW verloren gehabt, in Ordnung zu bringen. Und daraus hin hat sich dann eine ganze Menge Spannungen entwickelt, weil wir in Grundsatzfragen ganz anderer Meinung waren. Aber immerhin ist es ja eine Tatsache, dass 1990, als die Sachsen bei mir waren, und mir sagten, ob ich eine Kandidatur von Kurt Biedenkopf als Ministerpräsident in Sachsen unterstütze. Und er mich auch gefragt hat, das leidenschaftlich getan, aber einen riesen Wahlkampf gemacht, sowohl 90 wie 94 für ihn. Mit Hanna Geißler war es eine ganz andere Sache. Der hat eben zu einem bestimmten Zeitpunkt mit ein paar anderen, und das ist ja normal im Leben, die Überzeugung gewonnen, ich sollte weg und andere sollten Kanzler werden und er sollte Parteivorsitzender werden. Sein Problem war, dass er mit dem Generalsekretär nicht innerlich einig wurde. Er wollte General sein und nicht Sekretär, aber das ist eine Mischung. Und es war halt gegen die Ordnung der Partei und auch gegen meine Vorstellungen. Eine riesige Mehrheit der Partei war ja meiner Meinung. War der Fehler von Geißler, dass er nicht die Kraft zum richtigen Brutus hatte? Das weiß ich nicht. Ob er ein richtiger oder nicht richtiger war, war gar keine Frage. Er hat zu einem bestimmten Zeitpunkt war klar, dass er glaubte, er habe mit anderen zusammen die Kraft, mich zu stürzen. Ich habe ihn Monate vorher gewarnt vor diesem Abenteuer und am Abend des Parteitags in Bremen hat er halt erkannt, dass die Mehrheit ihm nicht folgte. Und er hat sicherlich auch völlig vergessen, dass sich inzwischen die Lage total international verändert hat. Sie dürfen ja nicht vergessen, am Abend dieses Parteitags, genauer gesagt am Presseabend vor dem Parteitag, am Sonntag, und die dramatische Auseinandersetzung innerparteilich war montags, ist um 19 Uhr der ungarische Ministerpräsident Nemeth vor die Weltpresse getreten und hat gesagt, seit 19 Uhr ist die Grenze zu Österreich geöffnet. Diesen Termin, der war für später vorgesehen, hatte ich Nemeth noch gebeten gehabt, vorzuverlegen, damit ich nicht blöd dastehe in Bremen,
rede von einer Sache und tue, als wisse ich nichts. Dabei war das ja mit mir und der Bundesregierung abgesprochen. 1976 haben Sie für die CDU ein grandioses Ergebnis eingefahren und sind trotzdem nicht Kanzler geworden. Und anschließend hat Franz Josef Strauß, der große Widersacher in der Zeit, eigentlich A, mit Kreuth gesagt, die CSU geht aus der Fraktion heraus. Sie haben ihm klug begegnet, ihm gesagt, dass dann geht die CDU nach Bayern, damit war Kreuth gestorben. Aber er hat Sie persönlich ja doch sehr scharf angegriffen in seinen Kreisen. Sie seien nicht fähig, sowas zu werden und so weiter. Haben Sie dem das persönlich übel genommen, aber Sie haben sich nicht provozieren lassen? Also zunächst einmal zu 76. Das klingt jetzt komisch, aber es ist wirklich meine Meinung. Ich habe ja nur wenige hunderttausend Stimmen, haben mir gefehlt zur absoluten Mehrheit. Ich weiß noch, wie die britische Königin da war. Walter Scheel war Bundespräsident, ich bin vorgestellt worden. Und dann hat der Herzog von Edinburgh gefragt, Oppositionsführer, wie viele Sitze haben Sie im Parlament? Habe ich ihm das gesagt. Dann hat er mich so angeguckt. Und dann hat er gefragt, wie viel der Prozentsatz? Dann habe ich ihm gesagt, 48,6. Und das konnte ich überhaupt nicht begreifen, dass ein Mensch mit 48,6 der Stimme nach dem britischen Wahlrecht Oppositionsführer ist. Walter Scheel hat ihm dann, und er konnte das sehr gut aufgrund seiner eigenen politischen Tätigkeit, das erklärt, warum das so ist. Aber im Nachhinein, damals war das nicht meine Meinung, war da ziemlich verbittert, dass das alles nichts genutzt hatte, weiß ich, wenn ich damals die 200.000 Stimmen gewonnen hätte, wäre ich ein Jahr später kein Bundeskanzler mehr gewesen. Denn das von draußen rein nach Bonn, ohne die entsprechende Erfahrung, etwa mit der Bonner Pressekonferenz, um nur ein Beispiel zu nennen, das wäre schiefgegangen. Sie meinen, und weil damit, Sie bis dahin Rheinland-Pfalz geleitet hatten? Ja, natürlich. Und ich habe dann als Oppositionsführer schwere Zeit erlebt, weil der Franz Josef Strauß dieses Abenteuer von Kreuth just an dem Tag gestattet hat, wo ich am Tag vorher zurückgetreten war. Also es war sozusagen auch, ich habe auch keine Absicht gehabt, einen Rückzug anzuziehen. Es war klar, ich gehe in Mainz. Aber es war eine furchtbare Situation, deswegen, weil alle in Mainz, fast alle sagten, bist du denn verrückt? Angefangen von meiner Frau und alle anderen. Warum gehst du jetzt nach Bonn in so eine unsichere Sache? Und das war schon ein Hammer, diese Geschichte. Diese Nacht war schon grauslich. Und es war ja auch so abgesprochen. Der nächste Tag war dann schon besser, weil sich eben zeigte, wer alles auch in der CSU in Bayern dann anrief und sagte, wenn du oder wenn Sie nach München kommen, wir gehen zu euch. Und das hat mir dann schon sehr geholfen. Und ich habe ja dann noch innerhalb von 48 Stunden, obwohl wir gar kein Geld gehabt hätten, einen Landesverband nach der Wahl aufzubauen, in München mal angefangen, Büros zu suchen. Und das war eine große pädagogische Wirkung. Aber er hat trotzdem sehr niedergemacht, zumindest in seinen Kreisen. Der Franz Josef, mein Verhältnis zu ihm, ist sehr einfach zu schildern. Bei allem, was wir miteinander erlebt haben, haben wir sozusagen in zwei Abteilungen gelebt. In der Abteilung, wo wir uns glänzend verstanden haben, in vielen Fragen mit ihm unterwegs zu sein, wir waren ja viel gemeinsam wandern, über Geschichte und anderes zu reden, haben wir null Probleme miteinander gehabt. In der Einschätzung von Politik und von Leuten war es unterschiedlich. Und wissen Sie, wenn man jetzt versucht, ihn zu verstehen, ich versuche das, ich bin ja einer von denen, der bis heute noch verteidigt. Viele, die ihm viel verdanken, sind ja inzwischen in die Bücher weggegangen, wenn es darum geht, zu ihm zu stehen. Es bleibt dabei, er ist eine der ganz großen Figuren der deutschen Nachkriegspolitik mit einem auch tragischen Aspekt, dass er auch durch sein eigenes Tun gelegentlich eigentlich dorthin nicht kam, wo er seine Begabung sein können nach eigentlich hätte landen müssen oder können zur Kanzlerschaft. Und es war ja nicht bloß, was mich betrifft, dass er ein anderer an ihm vorbeizieht und Kanzler wird und der ist noch viel jünger, und hat auch nicht die Brillanz in vielen Punkten, wie er sie hatte oder bei sich sah.
das war für ihn schwer erträglich, das ist gar keine Frage. Und dann hat er auch viele Reden geführt, gescheite und weniger gescheite. Aber wissen Sie, meine Position war immer ganz klar, ich bin der viel Jüngere. Und er war ganz unbestreitbar eine entscheidende Säule. Hätte ich mich mit meinen Freunden nach Kreuth zu dem Abenteuer verleiten lassen, wir gehen auseinander, hätten wir die gleichen Zaustelle, sagst man hat gesagt, wie in der Weimarer Republik, Bayerische Volkspartei im Zentrum in Berichten, in bestimmten Bereichen. Hier hat sich sehr ausgezahlt, dass ich aus einer Region kam, wo nur viele lebten, die mir das weitergegeben hatten, diese Erfahrung von 1933. Und dann habe ich einfach die Position gehabt, wenn es sein muss, einen saumäßigen Krach, aber nicht jeden Tag. Und das hat er schwer ertragen. Weil er immer dann, hat sie auch gesagt, du nimmst mich nicht ernst. Und das hat sich aber dann am Ende der Zeit auch sehr geklärt und ist viel besser gegangen. Aber was immer auch war, er gehört zu den ganz großen Gestalten der deutschen Nachkriegspolitik. War er dann 1980 Kanzlerkandidat? Haben Sie eigentlich geahnt, dass er so schlecht abschneiden würde? Also zunächst einmal war ich entschieden dagegen, dass er Kanzlerkandidat wird. Aber nie einen Hehl draus gemacht. Es war völlig klar nach der Vorgeschichte, dass ich 80, wenn ich antrete, wiederum in diese Auseinandersetzung kam. Dann habe ich ja selbst Ernst Albrecht vorgeschlagen gehabt. In der CSU war dann eine Spaltung in bestimmten Bereichen. Und als er dann nominiert war, habe ich die Parole ausgegeben, egal was einer denkt, es wird alles getan in diesem Wahlkampf, um ihn zu unterstützen. Und ich habe mehr Wahlversammlungen als jeder andere gehalten in diesem Wahlkampf, was mir dann sehr gut getan hat, auch in der Partei. Aber ich habe nicht mit einem Wahlsieg gerechnet. Er selbst war übrigens dann doch sehr, sehr beeindruckt davon, wie ich mich für ihn eingesetzt hatte 1980. Zwischendrin hat er das wieder mal vergessen, dann in der Zeit danach. Aber es ist ja dann alles sehr viel ruhiger geworden. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns von Zeit zu Zeit halt immer gewaltig gekracht haben. Wenn Sie die Struktur der deutschen Wählerschaft sehen, können Sie sich vorstellen, dass überhaupt jemals ein CSU-Vorsitzender gewinnen könnte? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist das, was bei Strauß war, war ja nicht primär nur der Bayer, sondern der Franzose Strauß. Und er hat ja kokettiert damit, dürfen Sie ja nicht vergessen. Also er hätte, Alfons Goppel, um ein anderes Beispiel zu sagen, war ja auch ein Bayer, aber kein Mensch, weil er war auch nie angestanden als Kanzlerkandidat, das auch war. Aber wenn der Alfons Goppel im Wahlkampf aufgetreten ist, in Nordrhein-Westfalen oder sonst wo, oder wenn Sie Hans Ehrhardt ganz früher nehmen, oder wenn Sie die anderen großen Gestalten der CSU in diesen Jahren nehmen, die waren Bayern, aber Hans Seidel ein Beispiel, und Franken natürlich, mit einem ganz bestimmten Auftreten auch, da war das nicht, der Franz Josef hat das schon sehr kultiviert. Und wenn er halt in der Bundestagsfraktion oder auf dem Parteitag der CDU losgelegt hat, eine Mischung von Anerkennung und Sottisen, dann hat er schon das so geprägt. Das muss einer, der aus Bayern kommt, nicht so machen. Das kann man auch genauso gut anders. Ich glaube nicht mehr, dass das ein Argument ist. Sie sind dann Kanzler geworden, nicht durch eine Wahl, sondern wie es bisher bei uns ja in Deutschland üblich war, durch einen Koalitionswechsel. Der fand im September 82 statt. Nun gibt es da ja vorher immer vorbereitende Gespräche. Hatten Sie den Sommer über mit Genscher schon? Nein, das ist auch eine Pharma. Ich hatte das Ende der Koalition vorausgesehen. Da gehört übrigens keine große Kunst dazu. Es war ganz eindeutig, dass die Sozialdemokraten, also wichtige Teile der Sozialdemokraten, Helmut Schmidt verlassen hatten. Das galt in der ganz zentralen Frage der Stationierung, also der Mittelstrecken und des Nachrüstungsbeschlusses. Galt auch für Teile der Finanz- und Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und es war deutlich zu sehen, auch die laufenden Verluste an Landtagswahlen, dass er das nur noch eine bestimmte Zeit macht.
Und ich habe zu einem Zeitpunkt, aber der war mindestens 10 Monate vor dem 1. Oktober, dem ich zum Bundeskanzler gewählt wurde, 1982. Einmal hat Siedrich Genscher gesagt, ihr müsst wissen, du musst wissen, ihr turnt nicht ohne Netz. Aber was da immer erzählt wird, dass wir uns im Sommer, das hat ja der Franzose Strauß immer behauptet, er wollte ja was ganz anderes, er wollte ja bis zur letzten Legislaturperiode, um bei der Gelegenheit die FDP unter 5% zu drücken, die Behauptung, dass da alle möglichen Geheimgespräche, das ist falsch. Ich habe in diesem Sommer überhaupt keinen Kontakt, vielleicht mal telefoniert, mit Hans-Dietrich Genscher gehabt. Und das war ja mein Gesprächspartner. Oder Graf Lambsdorff war ja damals in einem Höhenflug, wo er mich eher von oben betrachtet hat. Sie wurden dann Bundeskanzler und haben hier ganz schnell gesagt, wir müssen Neuwahlen haben. Das war nicht unumstritten. Ja. Aber warum sind Sie trotzdem darauf geblieben? Ja, weil ich ja keine Mehrheit hatte. Ich hatte natürlich eine rechnerische Mehrheit. Aber es war doch die zentrale Frage aller Fragen, die ja übrigens der Ausgangspunkt für die kommende Zeit war, ohne diese Entscheidung jetzt nie eine deutsche Einheit gegeben, werden wir den NATO-Doppelbeschluss realisieren oder nicht? Und sehen Sie, ich bin mal an einem Samstag hier vor dem Haus gestartet. Da waren rund 400.000 Leute hier auf 3-4 Quadratkilometern diesseits und jenseits des Rheines gestanden und haben gegen die Nachrüstung, den Nachrüstungsbeschluss demonstriert. Und ich war der Meinung, ich bleibe auch weiterhin der Auffassung, das war das einzig Richtige. Wir können diesen Beschluss nur durchsetzen. Ich wollte ihn durchsetzen, er war zwingend notwendig. Aber als Sie diese Leute sahen, hatten Sie da nicht einen leichten Zweifel? Lassen Sie mich erst mal den Punkt noch gerade sagen, ich komme gerne darauf zurück. Und da war ja eine geliehene Mehrheit nicht das Ausreichende. Wir waren unter anderen Gesichtspunkten ja vorher in der Wahl gewesen. Die 80er-Wahl fand ja nicht unter diesem Gesichtspunkt, es war eigentlich eine Pro- und Contra-Strauß-Wahl gewesen. Eine Personalentscheidung Strauß und Schmidt und nicht die gleiche Frage. Und das war ziemlich schwierig, auch vom Juristischen. Der damalige Chef des Kanzleramts, Professor Waldemar Schreckenberger, hat eine große Leistung erbracht. Und es war auch der Vorteil, dass mit ihm und dem Bundespräsidenten Karl Carstens zwei ganz hochkarätische Staatsrechtsjuristen am Werke waren. Und so ist dann diese Lösung gefunden worden, über die man, da gibt es keinen Zweifel, unterschiedlicher Meinung sein kann. Das war auch damals so. Das ist in der Jurist damals ja, so. Trotzdem war es richtig. Im Sinne Ihrer Frage, ich habe keinen Zweifel gehabt, dass das absolut richtig war. Wissen Sie, ich wusste natürlich vieles von dem, was ich heute weiß, nicht. Aber es war ja ein Augenblick, in dem das geschah, in dem durch den Wechsel im Präsidentenamt bei den Vereinigten Staaten, Ronald Reagan war Präsident geworden, ein Präsident in der Arena getreten war, der ganz klar sagte, ein Krieg mit Kernwaffen ist keine denkbare Möglichkeit. Ein Krieg muss vermieden werden, aber die müssen das in Moskau begreifen. Und das war ja der ausgehende Zeitabschnitt der Agonie der Brezhnev-Ära mit all dem, was dann kam. Und die Leute in Moskau, das wissen wir ja, ich selbst auch aus vielen Gesprächen mit Gorbatschow, haben ja dann wieder besseres Wissen zum Teil diese Hochrüstungsdebatte aufgenommen, mit dem Ergebnis, dass sie auf der Strecke geblieben sind. Aber sie haben immerhin, während wir hier diskutierten und demonstrierten, 5,3 Millionen Waffen, Männer und Frauen unter Waffen gehabt, die größte Armee, die überhaupt denkbar war. Mit einer Veränderung der Militärstrategie, dass sie mit ihrem Panzerrudel damals die Militärs den Traum hatten, in 16 Tagen quer durch Deutschland und Frankreich an den Kanal zu kommen. Und da gab es eben nur zwei Möglichkeiten, sich zu unterwerfen oder zu stehen. Und die Politik des Stehens hat sich ausgezahlt. Sie haben gerade geschildert, wie Sie hier starten, vom Kanzleramt aus, und sehen diese Hunderttausenden von Demonstranten. Sie sind ja jemand, dem man immer nachgesagt hat, dass Sie ein Gefühl haben für Stimmungen, für das Volk, für das
das Denken. Haben Sie da nicht mal gezweifelt und gesagt haben, vielleicht haben die recht? Die Frage habe ich mir natürlich gestellt. Wissen Sie, wenn Sie da an einem Hubschrauber sitzen, die Besatzung vorne, und das ist ja eine ideale Gelegenheit zum Nachdenken, weil Sie ja nicht dem Boden entwachsen sind. Sie haben ja noch einen Kontakt, Sie sehen ja. Da stellt man sich schon die Frage. Und Sie dürfen nicht vergessen, es war nicht so, wo ich ging und stand, sind die Leute doch gekommen. Und zwar, ich rede jetzt nicht von Provokateuren oder so. In diesem Haus hier hatte ich damals einen Empfang gegeben für die Krebshilfe von Mildred Scheel. Und da waren viele hochrespektable Zeitgenossen dabei. Und da sehe ich noch, wie Leute auf mich zukommen. Sie machen Krieg mit dieser Politik. Das habe ich nicht einfach abgeschüttelt. Das ist eine Sache gewesen, die schon unter die Haut ging. Nur ich war absolut überzeugt, das habe ich nie an Zweifel gehabt. Wenn wir jetzt dem Imperialismus in Moskau nachgehen, sind wir weg vom Fenster. Das war nun eine geschichtliche Erfahrung, die die Deutschen ja und die Welt gemacht hat 1938, 1939. Ist es eigentlich schwierig, wenn man aus der Opposition kommt, dann die Amtsgeschäfte so zu übernehmen? Ja, es ist schwierig, aber jeder muss seine eigene Handschrift haben. Wissen Sie, ich bin ja nun gelernter Ministerpräsident gewesen, habe damals allerdings diese Art Etikettenbetrachtung ja erlebt. Als ich aus Bonn kam, war ich der erfolgreichste Ministerpräsident, verstand viel von Innenpolitik und der Außenpolitik, wurde ich als der Tölpel der Nation dargestellt. Das hat sich dann später wieder rumgedreht. Sehen Sie, wie blöd das alles zum großen Teil ist, solche Etikettierung. Aber es ist schon allein, das dürfen Sie nicht vergessen, ein Problem der Leute. Die CDU ist 1969 in Opposition gekommen und ist 82 in die Regierung zurückgekehrt. Das ist politisch gesehen eine Generation. Es ist ja nicht nur die Zahl der Jahre, sondern der Wechsel im Parlament, bei Beamten und vieles andere. Und in der Opposition, das sagen nur Politologen, dass man sich in der Opposition regeneriert. In der Opposition ist beispielsweise, das lässt die Disziplin nach. Und das kann man gar keinen Vorwurf machen. Da sitzen Kollegen, jetzt lassen wir Parteien ganz weg, sitzen im Ausschuss, haben eine prima Idee. Aber dann wird die Hand gehoben, dann haben sie weniger in der Abstimmung. Und das ist nicht motivierend, sondern es ist demotivierend. Nach einer Weile kommt dann plötzlich die Stimmung, mein Gott, warum soll man das machen? Und das hat uns natürlich auch erreicht. Vor allem, weil es ja ein Umdenken gab, 1969 in der Form, dass eine Menge bei uns sagten, ich könnte da Namen nennen, die sagten, wir brauchen die Koffer gar nicht auszupacken, in ein paar Wochen sind die weg. Ich habe nun dann 82 genau das Umgekehrte erlebt. Ja, ein bekannter Bundesminister, seine Kollegen damals der SPD wandte und sagte, der bleibt nicht nur 4 Jahre dran, da haben sie den ausgelacht. Im Kanzleramt gab es eine Menge Leute, die sagten, na ja gut, in 6, 8 Wochen. Ein bekanntes deutsches Druckerzeugnis aus Hamburg hat damals in der Redaktionskonferenz der damalige Chefredakteur, es ist nicht das, was Sie jetzt automatisch annehmen, es gibt noch andere Druckerzeugnisse, die These vertreten, wir müssten schlechte Journalisten sein, wenn wir den nicht ein Vierteljahr runtergeschrieben hätten. Das heißt, solche Zeitangaben sind immer blödsinnig. Und wenn man halt anfängt, muss man sich völlig ändern auch. Wissen Sie, Kanzlerjob ist ein harter Job. Sie können sich im Land das eine oder andere erlauben, in Bonn können Sie sich nichts erlauben. Sie müssen fit sein, Sie müssen präsent sein. Und vor allem, Sie haben ja gar kein Erbarmen, etwa im Blick auch auf die auswärtige Politik. Das darf man nicht vergessen. Ich habe in Mainz natürlich eine gute Beziehung zu den Franzosen gehabt und so, aber das war Chimelage, das war ein Treffen mit Dijon oder so. Aber das, was dann reinschwingt und was ganz andere Implikationen hat, das fand nicht statt. Sie haben dann von der geistig-moralischen Wende gesprochen. Das ist dann auch sehr diskutiert worden.
Und falsch zitiert worden? Falsch zitiert worden. Wie war es gemeint? Ja, wie ich es gesagt habe. Und das sage ich jeden Tag wieder. Es haben alle, auch die Politik, hat einen Beitrag zur geistig-moralischen Wende. Ich habe nie gesagt, das ist die Sache der Politik. Das ist auch die Sache der Politik. Aber wissen Sie, wenn Sie beispielsweise jetzt ein aktuelles Thema aufnehmen, den Standort in der Verfassung von Ehe und Familien, bin ich schon dafür, dass das erste Wort in diesem Fall nicht von der Politik, sondern von den Kirchen kommt, beispielsweise. Dass die Politik sich auch dazu bekennt. Ich fürchte, dass wir in sehr kurzer Zeit aus den Diskussionen der Nachbarschaft in den Niederlanden eine Diskussion bekommen, vor der ich mich fürchte, nämlich zu dem Stichwort Euthanasie. Was natürlich für die Niederländer nicht das Gleiche bedeutet wie für uns. Wenn wir über Euthanasie reden, haben wir ganz bestimmte Erinnerungen. Da muss die Politik ein Wort machen. Aber es kann unmöglich so sein, dass jetzt der Rest der Gesellschaft das auf die Politik delegiert. Da erwarte ich, dass die Wissenschaft, die Medizin, die Philosophie, die Theologie ihren Beitrag leistet. Sie sind Anfang Oktober zum Kanzler ernannt worden und am selben Tag, noch wenige später, sind Sie in ein Flugzeug gestiegen und sind nach Paris geflogen. Ich bin freitags zum Kanzler gewählt worden, bin dann samstags mit ein paar Mitarbeitern in meiner Familie umgezogen, was im Bund gar keiner gemerkt hat, weil am Samstagmittag, Vormittag um 11 Uhr können Sie nahezu alles im Regierungsviertel machen und bin dann am Aber die Regierung ist eingeschworen worden um 13 Uhr am Montag und um 17 Uhr bin ich im Elysée die Treppe hinauf. Warum? Weil für mich, und das hat sich nicht geändert, immer klar war, dass wir Europa nur gemeinsam mit Nachbarn bilden können, bauen können, aber dass das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich ein Verhältnis eigener Art ist. Es gibt auch ein Verhältnis eigener Art zwischen Deutschland und Polen, damit ist das so nicht missverständlich, zwischen Deutschland und Israel. Nur, es ist eine andere Fragestellung. Und was war die Ausgangsposition? François Mitterrand, den ich nahezu überhaupt nicht kannte. Wir haben überhaupt keine Beziehung. Es gab auch nicht auf beiden Seiten auch die Spur einer besonderen Sympathie. Er war viel älter. Er war Sozialist. Ich war Christdemokrat und ich bin dorthin gefahren, um von vornherein zu signalisieren, ich will mit ihm und mit Frankreich das Menschenmögliche machen. Das war schon ein Stück Anknüpfung an Adenauers Überlegungen. Und von Adenauer habe ich einen Satz gelernt, den viele ablehnen, aber der trotzdem gescheit ist. Er hat einmal gesagt, man muss die Trikolore dreimal grüßen und die Bundesflagge einmal. Viele, die den Satz hören, sagen, spinnen die, wieso habt ihr weniger Respekt vor der eigenen Flagge? Das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber Frankreich ist die Grande Nation. Sie können natürlich sagen, wieso sind die die Grande Nation? Kann man alles vertreten. Aber wenn die Franzosen etwas machen vor der Geschichte, ist es immer in der Perspektive etwas anders gelaufen. Die Franzosen haben den Amerikanern im Unabhängigkeitskrieg geholfen. Der Name Lafayette ist in jedem Schulbuch zu finden. Und wenn Sie reinkommen, nach New York steht die Freiheitsstatue. Der Mann, der George Washington die Armee reorganisiert hat, war ein preußischer Offizier namens Steuben. Und den erinnert gerade noch die Steuben-Parade. Und wenn Sie den Amerikaner sagen, wieso? Und wenn Sie einmal die Entscheidungsschlacht betrachten, ist ja auch so ein Beispiel, die Unabhängigkeit entschieden hat, da waren auf der britischen Krone, also gegen die Washington-Seite, standen hessische Regimenter, die der Landgraf verscheuert hatte. Und auf der französischen Seite stand das Regiment Zweibrücken, Dupont, Hall Dupont, als ich das mal dem amerikanischen Präsidenten versucht zu erläutern, war er ganz sprachlos, dass es auch Deutsche waren, auf beiden Seiten der Palisaden. Aber das ist in der Geschichte eben untergegangen und so kann ich die Liste sehr beliebig fortsetzen. Und es war für mich ganz wichtig, dass wir Kontakt bekamen. Und dann ist etwas eingetreten,
womit man nicht rechnen konnte bei so unterschiedlichen Leuten, dass wegen der Unterschiedlichkeit daraus eine herzliche Freundschaft erwachsen ist. Gerade weil wir so total unterschiedlich waren. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler.